Show, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Projekt, auf das ihr, glaube ich, alle extrem lange gewartet habt. Herzlich willkommen zu Craft Attack Numero. Ja, Romatra, nenne es Nummer 7. Leute, eigentlich wollte ich mit Trimax aufnehmen, der hat aber keine Zeit. Jetzt habe ich nur Romatra bekommen. Naja, ist okay, oder Romatra? Danke für das Essen an der Stelle. Wo müssen wir hin, Habibi? Hier, wir nehmen hinterher. Oh, ich habe F gedrückt, das war dumm, ne? Weiß ich nicht. Dann kriegt man so einen Boost. Romatra, ich flieg direkt hinter dir her. Sind wir im Dschungel? Ja, wir sind im Dschungel. Nein, oder? Och nein. Also, der Plan war aber, den komplett abzuroden. Also hier ist bald nicht mehr viel Dschungel. Du siehst ja schon, wie es hier aussieht. Alles klar. Okay, Leute, erstmal zu dieser Staffel. Was haben wir vor? Wieso sind wir denn am Boden, Junge? Wallah, ich gehe da hoch. Ich gehe da oben auf eine Insel. Wallah, Baby. Wallah, ich habe riskiert. Wer ist das hier? Sparkspace. Das ist mein Loot. Ja, wir spielen auf jeden Fall gemeinsam mit Spark, Max und auch Romatra und Kevin, G-Time. Da vorne haben wir Basti zockt. Ich würde sagen, den bringen wir erstmal ganz kurz um, meine Freunde, damit er auch weiß, was hier ins Craft Attack wieder gebacken ist. Ich könnte Basti jetzt einfach umbringen. Ich mache es an der Stelle aber mal nicht. Leute, ich bin ja ein sozialer Spieler. Ich habe übertrieben Bock auf das Projekt, meine Freunde. Die wichtigste Info folgt aber zugleich, denn ich streame jetzt auch tatsächlich. Heute Mittag um 12 Uhr bin ich mit Craft Attack live auf Twitch, meine Gutesten. Und ich freue mich jetzt sehr, Daily Content von diesem wunderschönen Projekt rauszuhasseln und sich an dem Loot anderer, wie ich es hier auch schon bereits tue, zu ergötzen. Spark, ich brenne dir mal ganz kurz dein Eisen durch, damit ich eine Eisenrüstung habe. Ich hoffe, du verstehst das. Wichtiges Projekt, wichtigste Geschichte eigentlich folgendes. Es gibt keine Regeln. Und das ist eigentlich auch schon alles, Leute. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, ob Basti seine Kühe noch braucht oder ob wir von denen ein paar haben können. Nur wegen Essen, ihr wisst Bescheid. Ich denke mal, das geht schon klar. Romatra, was sagst du dazu? Der hat da sicher kein Problem mit. Ja, so ein paar. Ich meine, wir müssen ja von irgendwas leben, ne? Ich kann das mir nicht angucken. Und jeder weiß, Flash hat die besten Proteins, weißt du? Deshalb müssen wir, also so ein paar Kühe, keine Ahnung, so nicht viele, so ja, 9, haben wir mal 10 Fleisch hier oder so, weil das reicht doch, Leute. Also da sollten wir auf jeden Fall mit klarkommen. Romatra, Alter, ich habe den ersten Tag leider verpasst. Was ging da ab? Viele Leute sind schon gestorben. Ich bin auch ein paar Mal gestorben. Ja, und wie war's? War ganz unbefriedigend. Wir wollten eigentlich das erste Nether-Portal hier aufbauen bei uns. Aber wir haben es nicht geschafft, weil einer hat unten eins gegossen gehabt. Nein. Und dann waren wir zu langsam mit unserem Mensch, Aufbau. Und jetzt? Ja, jetzt haben wir halt nicht den... Der Plan, den wir haben, ist, einen Shop aufzubauen, in dem wir alles mögliche verkaufen. Genau. Okay, ich habe einen Plan. Wir bauen eine Miliz auf Decker. Und unterjochen den ganzen Server. Was sagst du dazu? Spark hat schon gesagt, der würde gerne ein Gewaltmonopol etablieren. Spark ist ja so einer. Das weiß man ja nicht, Leute. Sparkle, Shryru, Ar. Was ist mit mir hier? Gut, das ist euer Eisen hier. Dann nehme ich mir ganz kurz und mache eine Eisenrüstung. Jungs, ich darf mich ja hier bedienen. Wir sind ja ein Team, ne? Ja, ja. Also das passt schon. In dem Sinne, Leute. Also Spark hat auf jeden Fall auch schon gesagt, er möchte unbedingt ein Gewaltmonopol etablieren. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, meine Freunde, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich persönlich habe selber von Spark gehört. Das ist so. Real Talk. Spark hat gesagt, er möchte, wie gesagt, Gewalt hier vorherrschen und sprechen lassen für sich. Das kann ich nachvollziehen. Schauen wir mal, ob wir diesem Wunsch gerecht werden können. Spark ist ja auch immer so jemand, der super, super gewaltbereit ist, ne? Also man kennt ihn, Alter. Ich habe mir übrigens AirPods gerade gecraftet. Jetzt zieh ich mir mal an die Füße auf Ehre, Digga, auf ganz anderer Basis. Ja, Leute, was soll ich sagen, Alter? Craft Attack, ihr kennt schon, Leute, 7. Staffel für mich dieses Mal, ey. 7. Staffel, Junge, so braindead, Alter, wie lange dieses Drecksgame schon spiele. Auf jeden Fall massiv Lust drauf. Ich freue mich richtig, dabei zu sein. Ich habe Bock, hier ein bisschen rumzutrollen. Ich habe Bock, dir einen oder anderen Faxen-Move zu bringen, Leute, ihr kennt das. Petrel ist wieder mit am Server. Romatra, ganz kurz. Ich deklare ganz kurz eine Sache, ja? Bündnis mit Petrit LP, Alter. Ganz schwierige Nummer. Ich sag's vorab, Digga. Petrit ist derjenige, der immer am Server für massivsten Ärger sorgt, Digga. Und dafür verantwortlich ist, dass eine Menge Leute sehr viele Probleme bekommen. Deshalb würde ich einfach mal vom Bündnis mit Petrit direkt absehen. Romatra, ich will dir auch gar nicht jetzt sagen, dass es sinnvoll wäre, eventuell das eine oder andere, die eine oder andere gewaltsame Tat für dich sprechen zu lassen. Aber Romatra, ich bin ehrlich, wir könnten es machen. Also wenn du das willst, Romatra, dann können wir auch direkt Gewalt für uns sprechen lassen. Also ich wär, hey, wenn du das unbedingt Plan willst, dann machen wir das. Ist kein Problem. Ich hätte schon. Ja? Okay. Du willst unbedingt, Romatra? Guck hier, dieser Vogel zum Beispiel, dieser Papagei. Ich könnte ihn jetzt einfach töten, verstehst du, was ich meine? Servus. Aber ich will ihn behalten. Wie ziemlich ein Papagei. Hey! Romatra! Ich habe mich für Gewalt entschieden. Ich habe mich für Gewalt entschieden. Ehre, Alter. Ehre, Junge. Stark. Ich habe mich für Gewalt entschieden. Okay, Romatra, da musst du jetzt. Willst du deine erste Prüfung ablegen? Deine erste Gewaltprüfung in Craft Attack? Machen wir jetzt hier einmal. Machen wir einen Stream Ja sagen in Minecraft oder was? Komm, hier, Romatra, komm mal hier. Komm mal mit. Komm mal mit, pass auf. Nur ganz kurz testen. Ich will gucken, wie weit du. Meinst du sowas? Was hier denn? Oh, geile Sau, Alter. Romatra, ich will ganz kurz gucken, wie weit du gehst mit deiner Gewalt. Basti, absoluter Ehrenbruder, hat uns wirklich nichts getan, Romatra. Ich möchte dich nur darauf hinweisen, er steht hier AFK, ja? Ich will dazu gar nichts sagen. Romatra, es ist Craft Attack, es gibt keine Regeln. Ich frage mich nur, wie weit bist du bereit, gewaltmäßig auszuarten, Romatra? Guck hier, er steht hier. Romatra, es obliegt dir, ja?
was du mit ihm machst. Wir sollten just in case vielleicht einen Wassereimer haben. Aber ich glaube, da spülen wir eine Redstone-Leitung oder sowas weg, oder? Ist das hier nicht so? Wir könnten ihn noch, warte mal, wir könnten es auch anders machen, Romata. So sollen wir ganz. Oh, warte mal, Romatra. Pass auf, es ist ja Craft Attack. Du hast ja noch nie Craft Attack gespielt, ne? Ich hab noch nie Craft Attack gespielt. An erster Stelle will ich immer sagen, es freut mich, dass ich bei diesem tollen Projekt dabei sein darf. Es ist mega, oder? Was auch immer Romata passiert. Guck mal hier, solche Sachen sprechen einfach für sich, weißt du das? Komm mal her. Man muss doch einfach mal anderen Leuten aufzeigen, dass es so halt nicht weitergeht. Kommst du mal bitte zu mir? Komm mal schnell. Ich habe mir gerade schon einen Creeper in die Luft gehe. Oh, guck mal, Romata. Man muss einfach auch mal ein Zeichen setzen. Verstehst du, was ich meine? Ja? Das nennt man Waterboarding. Das ist in Craft Attack üblich. Das hat Patrick ganz oft schon mitbekommen, aber natürlich machen wir es nicht. Romata, es liegt an dir, was du jetzt mit Basti machst, ne? Er ist, sage ich mal, hier auf unsere Hilfe angewiesen und ich glaube, er will hier gar nicht stehen. Was du jetzt aus dem Kontext rausziehst, dass deine Sache, Romatra, bitte tu, was du für richtig hältst, ja? Oh, geil, Melonensamen. Die gönne ich mir auf jeden Fall mal reinst. Romatra, kann ich dir irgendwie helfen? Hast du kein Schwert, du Bot? Ich habe nur die Axt. Die macht eh mehr Schaden. Gut, Romatra. Also sagst du, leben lassen, sag ich, ja. Ganz genau, Romatra. Bin ich bei dir. Basti, ne? Schönen Tag noch, Herr Nachbar. Ich würde sagen, meine Freunde, wir climben mal ganz kurz nach oben. Denn Romatra, ich würde tatsächlich gerne, ich will jetzt nicht sagen thronen, aber ich würde gerne dort oben diesen Hügel vereinnehmen. Ich sehe da schon, dass da irgendwer versucht hat, sich rüberzubauen. Ich glaube, das ist einfach ein Renderfehler. Ich werde jetzt mal da hochgehen, Romatra. Und dann werde ich Folgendes machen. Ich baue einen Wasserlift, der nach unten geht, damit man schon mal da runterschwimmen und da hochschwimmen kann. Weil ich hab's immer gerne, mein Haus irgendwo oben zu haben, damit ich sehen kann, was der potenzielle Feind macht. Mag ein bisschen verrückt klingen. Romatra, wenn du das erste Mal bei Craft Attack dabei bist, dann wirst du dich relativ schnell daran gewöhnen, dass das gar nicht so abwegig ist, was ich hier gerade erzähle. So, jetzt versucht hier die ganze Zeit jemand zu schlafen. Natürlich helfen Romatra und ich da nicht mit, sondern klettern jetzt einfach sinnfrei diesen Berg hier hoch. Oh, das war gut an der Stelle. Guck mal hier, Alter. Mit Trimax würden wir das niemals hinbekommen. Oh, Romatra, ganz knapper Hase. Ganz hoch. Oh. Sehr stark. Oh, ja, Romatra, rein. Es klopft schon wieder. Warte, ihr müsst wissen, bei Romatra, es klopft immer der Vater an der Tür, Alter. Ich glaube, er würde gerne mitspielen. An der Stelle, Grüße gehen raus an Romatras Eltern. Toll, dass sie immer wieder die Streams unterbrechen. Das ist wirklich einfach nur echt eine nice Nummer. Guck mal hier, das sind die OG Minecrafter-Tricks, Alter. Sehr schön. Wer war es? Der Vater? Ja, der hat gefragt, warum ich ihn angerufen hatte. Ich hab ihn angerufen. Ah ja, wegen dem Geld, ja. Leute, Romata ist eben fast pleite gegangen. Richtig traurige Geschichte. Deshalb um 12 Uhr auf jeden Fall den Stream gucken, Leute. Alle Prime-Subs, die ihr habt, ja? Die müssen uns zustehen. Also die werden uns zustehen. Da sind wir natürlich bei euch. Ja, ihr könnt natürlich auch bei unseren anderen Leuten hier subscriben, aber Trimax ist jetzt einfach mal nicht da. Deshalb nutze ich das jetzt mal schamlos aus. Ich bin gut da drin, ne? Klasse. Ich bin richtiger Wasserassassine, Alter. Ich habe früher ja, viele Leute wissen das gar nicht, im Hallenbad gearbeitet und die Chlortabletten eingeteilt. Also wie viel Chlor quasi ins Wasserbecken bekommt. Und habe dann auch mehrere Anzeigen bekommen, weil verschiedenste Leute mit Neurodermitis fast gestorben sind. Naja. So gehört sich das halt, ne? Hast du nicht auch den kleinen Kindern immer gesagt, dass man die essen kann? Die Chlortabletten? Ja, nicht allen Kindern, aber den Kindern, die Scheiße fand auf jeden Fall. Das ist schon richtig. Oh, hier oben sind Pillager. Ich hab's gerade gehört, hier oben sind Pillager, Romatra. Das ist ungünstig. Aber, oh! Einer macht einen Abgang. Au! Hey! Alle weg. Romatra, wir müssen in unser Berg, wir müssen uns den Berg zurückholen. Warte, stopp, das ist Dieter. Dieter Pillager. Wo ist der? Der ist hier unten irgendwo, ne? Okay. Ja, der kann ruhig hier bleiben. Ist cool, ist mega. Ich freue mich drüber. Ey, Romatra, sieht aus, als wäre das hier nicht geclaimed, oder? Nö. Lass mal nach oben gehen. Lass mal erstmal ganz nach oben gehen, bevor wir sicher sind. Ah! Nein! LOL! Was? Hä? What the fuck? Romatra? Was, bist du runtergefallen? Nee, mein Wasser ist weggebackt. Dieter? Relogge mal. Vielleicht hilft das. Nee, ist einfach gone. Hä? Dieter? Du hast das Wasser da hinten. Tja, Alter, Junge. Dieter, hey! Okay, Dieter. Hier oben wurde auf jeden Fall schon was gebaut. Ich weiß nicht, ob das schon wer geclaimed hat. So. Was wurde da gebaut? Eine Holzbrücke von der einen Insel zur anderen Insel rüber. Ist das die Insel, die genau über uns ist? Nee. Wie? Hä? Was über uns? Ja, über Sparks Grundstück quasi. Ja, genau die. Da wurde rüber gebaut schon, aber da steht nichts von wegen geclaimed. Warte mal kurz, da oben steht ein Crafting Table. Moment. Aber steht kein Table, also kein Schild oder sowas, ne? Nee, ich glaube ein Schild ist hier nicht. Gut, weil ich habe jetzt auch hier den Pillager eingesperrt, also ist das jetzt hier meins. Leute, Dieter geht's gut hier vorne, auf Ehre, Digga, dem Ehrenbruder. Ehrenbruder Dieter, Alter. Gebaut? What the fuck, Alter, was hat er denn gebaut? Was macht er denn? Wer war denn das? Romata, ich fackel jetzt hier oben erstmal den Wald ab, Alter. Oh. Ah! Aua! Feuerwehrhilfe! Feuerwehrmann Sam, bitte schnell! Oh, okay, ganz gut. Romata, wir müssen erstmal hier alles niederbrennen, Alter. Ich hoffe, hier wohnt jetzt keiner, ne? Das wäre natürlich jetzt ungünstig, wenn wir jetzt hier den potenziellen Lebensraum von... Aber ganz ehrlich, das ist ja auch selber schuld, ne? Also wer im Regenwald baut, der soll doch bestraft werden, meiner Meinung nach, oder Romata? Ganz klare Nummer. Vor allem ist ja unten schon geclaimed und ich meine, so ein Claim, der geht von unten bis ganz nach oben. Richtig, und wer auch immer hier oben ist, du kannst dich warm anziehen, Kollege, weil dein Haus brennt gerade, aber so wortwörtlich warm an. Also du brauchst dich nicht warm, also das Feuer ist warm genug, meine ich damit. Mega. Romata, boah Leute, das hier ist ein Killersplatz, Alter. Ich schwöre, Wallah.
Wir fahren jetzt hier erstmal alles an Holz ab, dies, das. Zünden erstmal alles an, Leute. Ganz kurze Timelapse, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns gleich ganz was wieder, wenn ihr alles runtergefahren habt. Romatra, gönn dir das Essen rein. Bitte schön, mein gutes Sir. Und dann, meine Freunde, sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Zündel-Action. Was geht ab? Yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Ich bin der Offi-Rapper-King. Yeah, yeah, yeah. Spark, mein Bestester, mein Gutester. Ich habe eben schon Romatra erzählt, dass du wieder versuchst, du hast ja davon gesprochen, in Crafters 7 möchtest du ein Gewaltmonopol errichten. Das hast du ja gesagt, ein Gewaltmonopol. Also, dass du quasi mit Gewalt die Marktmacht an dich reißt, des Handels. Und da bin ich natürlich gerne dabei, dich zu unterstützen. Ich habe eben schon unseren Nachbar Basti gewaterboardet und bin gerade dabei, hier oben den kompletten Wald abzubrennen. Also Spark, wir arbeiten natürlich hier Hand in Hand zusammen. Sag mal, du bist der Händler, ich bin der Schmutzgewerbe mit Romatra zusammen. Und Trimax ist auch da, ist doch mega das Team, oder? G-Time gehört übrigens auch dazu, das weißt du, ne? G-Time ist auch mit bei unserem Start. Yes, also ja, er hat mit Basti neben uns schon Base gebaut, habe ich gesehen. Ja, perfekt, dann machen wir, dann schmeißen wir Basti noch raus, sind wir mega das geile Team, oder? Joke, Alter, Basti kann natürlich auch mit dabei machen. Solange sich Petre, das ist alles easy. Ich habe schon gar keine Übersicht mehr, warte mal, ich komme kurz aus der Käfig raus. Ja, Romatra, das ist ein Killer-Grundstück, oder? Das ist wirklich hier, das ist wirklich nice, ne? Das Best Slice of Meat, Alter. Das ist hier wirklich Tenderline-Grundstück, Leute, nennt man das in der Immobilienbranche. Siehst du den Wald daneben? Ich glaube, da brauche ich mir mein Haus einfach neben dich. Alter, Romatra, das wäre natürlich ein ehrenster Move. Romatra, pass auf, wir craften heute schon und das ist in Crafted Tech. Warte, stopp! Nein! Romatra, reiß das sofort ab! Das geht so nicht, Romatra. Wir errichten die übergängliche Brücke der Freundschaft. Denn die Brücke der Freundschaft, Spark, nenn es, die Brücke der Freundschaft hat ewigen Bestand in Crafted Tech. Du weißt es von damals. Die Brücke der Freundschaft, ein wichtiger Move zwischen Nachbarn, Romatra, dass diese errichtet wird. Und okay, ich bitte dich, diesem Move Folge zu leisten, ja? Bitte errichte auf der gegenüberliegenden Seite ebenso diese zwei Säulen, Romatra. Und dann haben wir schon unser wunderschönes Tenderline-Grundstück, Alter. Dann können wir hier oben, Maschallah, werden wir uns hier wohlfühlen. Romatra, wir machen einen Wasserfahrstuhl hier rein, Alter, und bauen so eine richtig slicke modern Villa, weißt du? Oh, scheiß mal auf Bauhöhe, Digga. Wir bauen Bungalow Park, sein Vater, das Center Park wird neidig, Junge. So ein hast Ding du wird noch, das hier. Hast du noch Fit und Stil? Ich habe nur noch Stil, Alter. Hier, Romatra, warte, nimm das hier. Gegeben hat, alles super, ne? So wie geplant. Ich wollte nur hier unten die Area haben. Spark, ich danke auch nochmal für das Startkit, ne? Ja, ich habe auch komplett gerodet hier unten, ne? Ich habe 7 Stunden, habe ich alles hier geplättet und geterraformt die Nacht, ne? Ich fand's auch mega geil, dass ich, wie gesagt, aus deiner Kiste einfach schon Eisen nehmen durfte. Das hat Romatra gesagt, dass ich das darf. Gut. Deshalb, ja, mega. Oh, jetzt ist dein Eisen, das ist dein Flint auch kaputt. Ich glaube nicht, dass das reicht, um den Wald abzubrennen. Brennbrücken, Romatra. Das ist der Trend, Alter. Da geht's hin, zur Brennbrücke. Das war, du bist dann am Morgen ab 12 auch am Start. Wir sind dann alle zu 5 oder was weiß ich, wie viele wir sind, alle ab 12 am Start oder wie? Ja, also ich stream morgen ab 12, mach 2-Stunden-Stream. 12-Stunden-Stream, genau. 12 Stunden, Mashallah. Gut, ich werde wahrscheinlich nicht so lange online sein, Chat, aber ihr wisst, ich bin morgen auf jeden Fall am Start. Denk mal so, 4 Stündchen oder sowas, kriegen wir easy gewuppt, Alter. Das wird geil, das wird eine schöne Nummer. Also ich würde halt irgendwie so ein bisschen halb-halb machen, so ein bisschen Koop, ne, aber auch ein bisschen hier, ich versuche mal so ein bisschen auszurasten, Craft Attack, dass ich auch unabhängig von euch ein paar Projekte machen kann. Unabhängig geht hier gar nichts, Spark, ne? Also du bist jetzt derjenige, der das Gewaltmonopol hier anzettelt. Du musst natürlich jetzt auch die Entscheidungen. Und ich werde auch sämtliche Entscheidungen dabei mit den automatischen Farmen alles mögliche, das kriegen wir hin. Ich habe auch schon gesagt, jede Entscheidung, die ich treffe, quasi Gewalt zu verüben, werde ich dadurch legitimieren, dass ich von dir beauftragt worden bin. Nur, dass du das weißt, ne? Sehr gut. Weil du bist jetzt unser großer, starker Beschützer. Wieder endet. Ich glaube, vielleicht nicht so gut, aber müssen wir sehen. Ja, doch, Spark, hör mal, mach dir da keinen Kopf, Alter. Das wird super, wird das. Das ist 1A. Ich wollte nur ganz kurz reinchecken, bin ja erstmal streamen und ansonsten sehen wir uns dann morgen wahrscheinlich. In dem Sinne, Spark, wir sehen uns morgen. Mach's gut, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssi. Myself the pressure. I don't know what to do with this. Should I let him go? I fall for his eyes when he's staring in.
So Leute, ganz kurz, Timelapse ist wieder aus, ihr wisst Bescheid. Und jetzt stacken wir uns hier ganz kurz hoch. Ich schmeiße, glaube ich, ganz kurz meine Farm an. Versuche nochmal unten schnell einmal Wasser zu grabben. Wir bauen schnell den Prototypen der Brücke der Freundschaft. Und dann, Romatra, sind wir zwei glückliche Nachbarn, die sich gemeinsam im Auftragsmörder- und Handelsbusiness, natürlich klar, ist eigentlich ein echt guter Geschäftszweig, kann man nicht anders gegen sagen, Leute. Ja, breit machen können. Also ich habe Lust, dieses Business mit dir anzutreten, Romatra. Das wird eine ganz gute Nummer, glaube ich. Und bin definitiv interessiert an weiteren Geschäftstätigkeiten mit dir, mein Gutester. In der Zwischenzeit werde ich nochmal ganz kurz hingehen und etwas snacken. Romatra, ja, die Brücke der Freundschaft bauen wir im Stream, Alter. Da bin ich jetzt raus, würde ich sagen. Wir machen das noch on-stream, Leute. Wir wollen ja nicht zu viel schon an Content machen. Ich werde hier oben ganz mal... zu viel Content machen. Nee, überhaupt nicht, Alter. Man muss die Leute aufsparen. Ich versuche jetzt mal ganz kurz irgendwie auf entspannter Gönnerbasis hier einen Eimer Wasser zu organisieren. Ist jetzt die Frage, oh, schaffe ich das hier runter zu jumpen oder nicht? Romatra, was sagst du? Schaffe ich es von hier ins Wasser? Ganz ehrlich, man muss sich auch mal trauen, Alter. Oh ja, der war gut, der war stark, Romatra. Vielen Dank dir. Perfekt. Dann nehme ich mir den Eimer Wasser, Leute, und wir schwimmen ganz kurz rüber zum Spawn. Oh, hier sind Delfine. Perfekt. Romatra, Auftragsmord an Delfinen. Ehrenlos, oder? Das ist ehrenlos, ja. Die Delfine, die können wir noch benutzen. Die sind ja, die helfen uns ja, wenn wir von A nach B schnell schwimmen müssen. Alter, wenn wir abhauen müssen. Fluchtfahrzeugmäßig, genau. So Delfine, ne? Genau, ja, ja, bin ich bei dir. Okay, Leute. Hier bitte nicht bauen. Bitte nicht die TJC, wer ist TJC? I don't know, Leute. Ich bin ja so raus, Mann. Alle Teilnehmer sind definitiv in der Videobeschreibung verlinkt. Ich freue mich wirklich morgen auf diesen gottverdammten Stream Marathon, Leute. Guck mal, wer baut denn hier, Alter? Für Projekt TJC. Was ist denn? Sporn ist reserviert. Wer ist denn TJC? Wer ist denn das? Team Joecraft. The Joecraft. Ah, The Joecraft. Natürlich, Alter. What the fuck, Leute? Ob ich braindead bin, war die Frage. So, lieber Mephandriel, du musst mir gleich kurz Leuchtfeuer machen, so einer Fluglotsen, weißt du, ich komme rübergeflogen und ich hoffe, ja, ich schaff's da überhaupt hinzukommen. Ich habe eine Fackel in der Hand. Das ist sehr stark, genau, das brauche ich. Ich habe eine Fackel in beiden Händen, weißt du was? Ich habe eine Fackel in scheiß beiden. Alter, Romatra, du bist ein gottverdammter Fluglotsen, Mann, Ehrenkopf. Ah, hab ich Bruder. Studiert. In welche Richtung muss ich denn fliegen, mein Gutester? Wieder kann Richtung Norden. Richtung Norden. Eigentlich Nutten. Ich weiß nicht, wo Nutten ist, Romatra. Ah, da, weil ich seh's. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier jetzt so hinkomme, aber vielleicht schaffe ich es, okay. Ja, Mann, Romatra, ich komme rüber. Hallo? Oh, wo bist denn du? Ich bin schon entgleitet, Romatra. Schau mich an. Diese Landebahn, Alter. So, unendliche Wasserquelle steht, Romatra. In dem Sinne, steht uns eigentlich nichts mehr im Wege, um die komplette Herrschaft über den Server, anzugehen, ne? Nicht an sich zu reißen, aber man kann es ja sicherlich als Projekt irgendwie versuchen, an sich zu nehmen. So, pass auf, ich mache hier vorne noch ein ganz kleines Feld, Romatra, damit uns beiden hier oben auch nicht langweilig würden, wir genügend zu essen haben. Gibt es hier vorne ein köstliches, also wirklich ein köstlichstes Kartoffelfeld, ja? Da sind schöne, gute Selena-Kartoffeln, die wachsen hier, Alter, denen geht's mega. Das ist ganz entspannt hier, die Nummer. So, machen wir noch ganz was den hier gegen Creepers und andere Monsters. Kann man hier schon die Beeren essen? Ja, lecky. Guck mal, Romatra, bediene dich am Beerenbusch. Gönn die rein. Es ist unglaublich lecker. Kann es dir nur herzens ans Wärmste legen, genau. So habe ich das gesagt, so mache ich das auch. Und dann machen wir es noch ganz kurz. Den Bruder hier, zack, zack, zack. Romatra, ich erbitte dich, schau uns an. Wir haben schon ein Kartoffelfeld. So, geil. Machen wir aber auf die andere Seite. Machen wir hier hin. So, Leute, hier. Schön Kartoffeln hin. Dann habe ich noch ein bisschen Kelp mitgebracht, den guten, um sich damit nochmal ein wenig, naja, zu überbrücken. Du bist schon gut in dem Ich bin stark in Minecraft, kann man nicht anders sagen, Alter. Knossi auch zu mir noch gestern gesagt, Revi, du bist stark in Minecraft. Habe ich gefühlt, dass ich das gesagt habe. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal was aus den hier, zack, zack, zack. Dann können wir nämlich hier die Melonskis anpflanzen. Die mal gewachsen sind, dauert es ja auch ein bisschen, ne? Alter, Leute, ich bin wieder richtiger Gartenboy 1, 2, 3 hier. Ihr kennt mich doch. So, sehr schön. Ich würde sagen, Romatra, wir haben auf jeden Fall heute eine Menge geschafft. Grundstück steht soweit. Ich tue hier vorne noch ein Schild hinstellen. Das würde ich dir auch noch wärmstens ans Herzen legen. Oh ja. Oder ans Herzen wärmstens legen. Also das kann ich dir da nicht verübeln an der Stelle. Pass mal auf. So, wir machen das Ganze so. Zack, 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 zack. Craften uns diese wunderschönen Schilder und beschriften nun unser Eigentum hier, meine Freunde. Hier wohnt Auftragsmörder Revi. Lol. Also ich schreibe es einfach mal aufs Schild, damit alle schon wissen, dass ich der Auftragsmörder im Server bin, ne? Auftragsrevi Mörder sein Haus. Perfekt. So, jetzt können wir auch noch ein paar Schilder, aber du hast alle... Ich habe alle genommen, ja. Ich habe Grundstück mit einem K geschrieben, das passt schon an der Stelle. Mit C, ohne CK, das schreibt man so, das passt. So Leute, ich würde sagen, hier haben wir auf jeden Fall genügend Platz. Ich denke mal, ich werde das noch ein paar Ebenen vielleicht tiefer machen, hier sogar die Insel. Wir haben ja noch ein bisschen Möglichkeit, das nach unten zu plätten. Aber ich denke mal, ich werde mein Haus auch so ein bisschen in den Berg rein grinden. Wird ein geiles Ding. Meine Freunde, falls ihr es nicht verpassen wollt, checkt auf jeden Fall gleich den Livestream aus, um
Gottverdammt nochmal, 12 Uhr geht's heute los. Ich bin damit raus, das war's von der ersten Folge Craft Attack. Checkt auf jeden Fall gerne Rummel, Fenrir und Spark hier aus und damit sind wir für heute raus, meine Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.